Attraktivität kann eine Bürde sein, eine die so schwer wiegt, dass man es kaum glauben mag. Guten Morgen! Nein, keine Angst, ich bin jetzt nicht übergeschnappt, ich rede nicht von mir, sondern es geht generell um Menschen, die sehr attraktiv sind und aufgrund unserer gesellschaftlichen Strukturen darunter leiden. Das große Problem bei diesem Video ist, dass viele Menschen natürlich wissen, dass wenn man objektiv attraktiv ist, bessere berufliche Perspektiven hat. Es gibt etliche Studien, die dieses bestätigen. Und Karriere machen, viel Geld verdienen und dadurch Anerkennung bekommen, ist auch viel einfacher als attraktiver Mensch. Auch dass potenzielle Partner Schlange stehen. Das klingt alles total toll. Da ist das Verständnis für diese Menschen, die sehr attraktiv sind, durchaus begrenzt. Aber ich möchte Euch heute ein paar grundsätzliche Strukturen bewusst machen, die nicht von der Hand zu weisen sind. Und um Verständnis für die attraktiven Menschen werben. Der offensichtliche erste Aspekt ist, dass man häufig auf das Äußere reduziert wird. Ich glaube, das fällt uns allen auch sofort ein. Gerade in der Partnerwahl, egal ob man eine oder mehrere Partner hat, da wird man einfach eine größere Auswahl haben von Menschen, die sozusagen mit einem zusammen sein wollen. Und eben dann mit einigen, die eben die Personen nur auf das Äußere reduzieren. Und dann muss man eben ganz stark selektieren und herausfinden, wer wirklich so liebefähig ist und wer nur den schönen Körper anfassen möchte oder noch schlimmer, diese als Trophäe neben sich führen möchte. Weiterhin ist man selber als attraktiver Mensch durch den intensiven Kontakt mit dieser oberflächlichen Karrierewelt ständig diesen Automatismen dieser Karrierewelt ausgesetzt und es ist tatsächlich noch schwerer in ein bewusstes und wirklich zufriedenstellendes Leben zu kommen. Es ist leichter als jemand, der keine Ausbildung hat, objektiv hässlich ist und von der Gesellschaft nicht beachtet wird, ein bewusstes Leben zu führen. Aber jemand, der objektiv attraktiv ist, der wird von der Gesellschaft angezogen wie so ein Magnet. Man möchte in seiner Nähe sein, man möchte zu den Reichen und zu den Schönen gehören. Und wie gesagt, objektive Attraktivität und Reichtum korrelieren und bedingen sich auch kausal. Und dadurch, dass es attraktiven Menschen viel schwerer fällt, das Leben als das zu sehen, was es tatsächlich ist, ist die Gefahr groß, dass man diese Automatismen auch einfach übernimmt und sich selber dann auch in der Wahl des sozialen Umfeldes und sogar des Partners auch instinktiv objektive attraktive Menschen sucht und da eben auch die Kriterien, die man sozusagen vermeiden möchte, bei dem anderen selber auch anwendet. Und so entsteht eine riesige Blase an gehaltlosem Leben, immer auf der Suche nach Materialität, Erfolg und angemessenen Freunden. Natürlich kann man dieses trotzdem durchbrechen, viele attraktive Menschen beweisen das auch, aber sie haben es schwerer und das sollte man anerkennen. Und wenn sie es dann schaffen und sich gegen die gesellschaftliche Ordnung auflehnen und anfangen quer zu denken, dann wenden sich die Attraktiven und die Reichen, ihr bisheriger Freundeskreis, oft ab, weil sie und ihre Ideale quasi verraten wurden. Und andererseits gibt es zudem noch Anfeindungen der objektiv nicht attraktiven Menschen, die es im Leben eben schwerer haben, sozusagen Beruf, also Karriere zu machen und Geld zu verdienen, weil da auch Neid und eben auch die Unbewusstheit über die eben dargelegten Dinge existiert. Also sehen sich die Menschen, die Attraktiven konfrontiert. Also in der Phase der Bewusstheit, in ihrer geistigen Evolution, werden sie von beiden Lagern quasi dann angegriffen. Denn es ist auch so, nicht jeder, der nicht objektiv dem Schönheitsideal entspricht, lebt ein bewusstes Leben. Ich sehe auch viele, die eigentlich die großen Chancen hätten, die es leichter haben, die sich dann immer wieder beschweren und sagen, ich hab's nicht so leicht. Dabei haben es die Leute viel leichter, aus diesen Kreisläufen auszubrechen. Und das ist ja das Perfide daran. Genug von denen flüchten sie in eine Opferhaltung. Und ich ziehe vor jedem attraktiven Menschen den Hut, der es schafft, sich gegen diese automatisierte Karriere und diesen eigentlich immer mit dieser Attraktivität einhergehenden Sozialausstieg zu entscheiden. Und sich für eine Arbeit und ein soziales Umfeld entscheidet, was aus dem Herzen kommt. Nicht das, was er erreichen könnte. Erreichen könnte im Sinne des gesellschaftlichen Anspruchs an viel Geld und viel Karriere, großen Freundeskreis und einen anerkannten Freundeskreis, sondern der nach seinem Herzen geht und das, obwohl er attraktiv ist. Ein weiterer Punkt, der auch
mit den ganzen Sachen auch schon noch ein bisschen einhergeht, der es nicht realisiert, dass er durch seine Schönheit als Partner gewählt wurde, der hat dann im Alter auch ein Problem. Da sind Frauen sogar noch stärker betroffen als Männer. Nicht selten fällt man dann in ein seelisches Loch, weil dort wo früher Attraktivität war, quasi nur noch Leere ist und das Fördern der eigenen lebensnahen Persönlichkeit, echter Liebe und Tiefe im Leben, das wurde vernachlässigt. Robert Gladitz hat mal ein interessantes Video gemacht, wo er die Theorie aufgestellt hat, dass die Menschen, die in der Schule gehänselt wurden, weil sie zu dünn oder zu dick war oder eine schiefe Nase hatten, die Menschen sind, die viel bessere Möglichkeiten hatten, ein bewusstes und zufriedeneres Leben zu führen, weil sie schon früh durch die Gesellschaft aussortiert wurden und man selber diesen Schritt gar nicht mehr machen musste, um wirklich klar zu sehen. Dazu auch das Video, warum ihr auch mal aus der Gesellschaft ausbrechen solltet. Eventuell dann wieder zurückgeht, aber warum ihr in erster Instanz erstmal aus der Gesellschaft ausbrechen solltet, das Video findet ihr oben in den Infokarten. Wenn ich in dem Kontext auch von der Gesellschaft rede, da, das muss man auch immer dazu sagen, da sind die automatisierten und unbewussten, nicht mehr reflektierenden Verhaltensweisen gemeint und nicht einfach nur eine Ansammlung von Menschen. Das könnte man ja auch Gesellschaft bezeichnen. Ich lebe gerne in Gesellschaft von Menschen, aber ich meine mit der Gesellschaft etwas anderes. Ich glaube, ich hoffe, das ist rausgekommen. Aber man sollte immer genau wissen, was man tut, egal ob man nun in der Gesellschaft oder aus der Gesellschaft herausgetreten ist, und was man denkt und warum das so ist. Also warum denke ich, wie ich denke. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Bewusstheit eben. Attraktive Menschen haben es, und ich wiederhole mich da sehr, sehr gerne, schwerer ein bewusstes Leben zu führen. Das ist meine Erfahrung und auch eine, also nicht weil ich attraktiv bin, sondern meine Erfahrung in der Auseinandersetzung mit attraktiven Menschen, mit denen ich mich unterhalten habe, die ich selber beobachtet habe und oder die an meiner Seite sozusagen mit aufgewachsen sind. Aber nicht nur meine Erfahrung, sondern auch ja, eine losgelöste Betrachtung von meinen Erfahrungen und wirklich nur die Informationen, die ich euch heute genannt habe, führte mich zu diesem logischen Schluss, den ich euch heute mitteilen möchte, weil er für mich in erster Linie irgendwie paradox klingt. Attraktive Menschen haben es schwerer. Ne? Ich habe immer das andere gedacht. Und entsprechend möchte ich heute allen attraktiven Menschen zurufen, lasst euch nicht auf diesen Deal ein. Begebt euch trotz der Schwierigkeiten, die ihr habt, auf die Suche nach dem Leben. Ich bin sehr gespannt auf eure Reaktion und eure Erfahrungen. Seid ihr selber objektiv attraktiv und könnt meine Gedanken und Erfahrungen bestätigen, oder seid ihr eher objektiv unattraktiv und spürt mit steigendem Lebensalter eine Dankbarkeit, nicht so von der Gesellschaft vereinnahmt zu sein? Hat euer Aussehen positive oder negative Effekte auf das Finden echter Liebe gehabt? Wir sehen uns in den Kommentaren wieder. Alles Liebe, Euer Christian.